Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Survivor. Jo, wir müssen erreichen die Pilgerzuflucht. Und jo. Da ist unser Taxi. Da ist unser Taxi, ja genau. Bequem da hinten? Es ist akzeptabel. Hoffentlich lässt uns dieses Spamel nicht im Stich. Sei nicht nachtragend, Cal. Das passt nicht zu dir. Wie viele Unterschlupfe hat der Pfad noch? Da vorne ich weiß es nicht. Aber viele dürften es nicht sein. Okay, alles gut. Langsam. Da vorne ist so ein Echo. Geht denn der jetzt? Whoa. Los geht's, BD. Gut gekämpft, Bestie. Du erinnerst mich an zu Hause, weißt du? Hattest du Hunger? Jetzt wirst du die anderen Kreaturen nähren. Ihr seid Meisterin Jandas Freundin. Danke. Ich würde an eurer Stelle nicht tagsüber reisen. Die Präsenz des Imperiums ist stärker geworden. Ein weiser Rat. Ich stehe in eurer Schuld. So ist es gut, mein Freund. Ah. Guck mal da hinten. Ja. Da sind auch wieder so welche Tiere. Die Ruhe. Ah, jetzt kommen die gerade zurück. Ach, toll. Was hältst du davon, dass die Anachoreten sie helfen? Sie tragen Masken und legen ihre Namen ab, aus Hingabe für ihre Aufgabe. So viel Entschlossenheit verlangt Respekt. Ruhig, langsamer. Ja!
funktioniert nicht. Ist zu schwach. Aber warum, wo sollte die Kugel auch hin? Ist die Frage, ne? Grease wird es nicht zugeben, aber er hat dich vermisst. Ich habe ihn auch vermisst. Aber wenn du ihm das sagst, wirst du es bereuen. Hab verstanden. Vorsicht, Gefahr in der Nähe. Was ist denn da im Hinterkopf? Was hat der Beleuchtende an meinem Kopf immer? Mein Gehirn? Aber hier ist. Geht's nicht weiter. Okay. Was soll das jetzt? Komm. Ich bin überrascht. Sieht unbeschädigt aus. Ist doch gar nichts.
Versuchen wir es damit. Okay, hier kannst du lang rennen, aber was ist dann? Der Pilgermond verzaubert und erfreut mich immer wieder. Diese Prüfungen stammen von denen, die Machtnutzer verehrt haben. Aber zu welchem Zweck, frage ich mich. Wirst du wieder für Sorgerera arbeiten? Ich bin nicht sicher. Hab seit Coruscant nichts mehr von ihm gehört. Gerücht ist aber hier. Hier ist fehlt eine Kugel oder so. Das hier ist das. Merkwürdig. Irgendwas hat das mit den Kugeln, die muss ich hier hochstoßen oder so. Ah. Ja, aber ich... Warst du schon mal hier? Ja. Ich habe nicht weit von hier einen Pilger vor einem Sturmtruppler gerettet.
Ja, aber da ist ja nix. Die Kugel kriege ich da gar. Die Kugel, warte mal. Ach ja, jetzt verstehe ich. Versuchen wir es damit. Versuchen wir es damit. Genau. Wo ging's jetzt doch mal lang hier, ey? Ach man. Ach man, wie war denn das jetzt hier nochmal? Ich komme hier nicht weiter. Scheint ewig weiterzugehen. Ja, sie überrascht mich immer wieder. Wie kam die Kugel jetzt hoch? Jetzt will ich gerade, ich doch noch mal rüberkommen. Ich glaube, das hat geholfen. Was das wohl macht? Gut gemacht, Kerl. Na, Gerücht erledigt. Gut.
Naja, doch nicht. Jedes Mal entdecke ich etwas Neues. Es ist unglaublich. Es würde Jahre dauern, alles zu sehen. Ihr habt auf Jeddah nichts zu suchen. Ich glaube, es mag uns. Wie süß. Gut gemacht. Wir sollten keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das wird nicht einfach, wenn es in der Wüste von Imperialen wimmelt. Dann kümmern wir uns gemeinsam um sie. Deckung hoch. Was hast du auf deinen Reisen durch die Galaxis gelernt? Dass es manchmal das Beste ist, keine Fragen zu stellen. Und den Weg vor sich im Auge zu behalten. Festhalten, BD. So ist es gut. Ein bisschen langsamer. Ja. Spring! Angelegenheiten anderer Kulte einzumischen, würde euch zum Verhängnis werden, Schwester. Wie können wir nur zusehen, wenn Unschuldige leiden? Ich weiß, dass es schwierig ist, aber habt Vertrauen. Die Macht wird uns zu unserer wahren Bestimmung leiten. Ja, ein paar Fähigkeiten zu verteilen, ne?
siehst friedlich aus, wenn du das machst. Du hast zugesehen? Vielleicht. Right, Maren? Direkt hinter dir. Bode hat mir erzählt, was auf Coruscant passiert ist. Ja, sie waren gute Freunde. Ich wünschte, du hättest sie kennengelernt. Warum müssen wir diese Patrouillen machen? Ja, ja! Er ist getroffen. Bringt es zu Ende. Identifiziere dich! Aufpassen! Hold euch das Ziel! Festhalten, Kumpel! Da geht's ziemlich weit runter. Nicht so schnell! Genau so. Ja! Flieht, wenn euch euer Leben lieb ist. Es stehen keine Gegner mehr. Was ist das, Truppler? Aufpassen! Liegt das Ding um? Material im Weg. Nicht lange. Ein anderer soll hier raufkommen. Oh! Sie sind nichts. Hey, identifiziere dich. Und wie bist du Teil des versteckten Pfades geworden?
Ich habe auf meinen Reisen jemandem in Not geholfen, sich vor dem Imperium zu verstecken. Das hat mich schließlich zum Pfad geführt. Manchmal frage ich mich, ob die Zerstörung des Holocrons irgendwas bewirkt hat. Wir haben die Kinder auf dieser Liste beschützt. Aber es gibt noch andere. Das Imperium macht immer noch Jagd auf sie. Richtig. Wir müssen beschützen, wen wir können. Wir sind in Sears Basis überall. Ja, das sind alte Sicherheitsmechanismen. Ein Überbleibsel derer, die früher hier waren. Als das Imperium kam, fingen die Anachoreten an, die hier zu benutzen. Alte Technologie ist unauffälliger. Genau. Versteck ist da drin? Ja. Der Tempel ist verlassen und gut befestigt. Ein perfekter Ort, um sich vor dem Imperium zu verstecken. Das dachten wir. Wir werden Bruder Armias finden. Hoffentlich. Wir nehmen den Schleichweg. Das geht am schnellsten. Sieht nach Ärger aus. Wenigstens sind wir zu zweit. Einer für jede Schere. Biester. Hast du einen Weg nach Tennelor gefunden? Noch nicht, aber wir haben einige Geräte aus der Zeit der Hohen Republik gefunden. Meister Cordova untersucht sie gerade. Sir und ihr Meister sind ein eingespieltes Duo. Seitdem sie sich dem Pfad angeschlossen haben, waren sie eine unersetzliche Hilfe. Bist du auf deinen Reisen irgendwelchen Jedi begegnet? Nein, Kerl. Sonst hätte ich mich bei dir gemeldet. Danke. Ja.
Ja. Moment mal. Gut. Eine Abkürzung zu Sears Basis. Dorthin wollen wir zwar, aber im Moment müssen wir den langen Weg nehmen. Naja. Ich muss meine Mitte finden. Willkommen zurück. Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann, ja, dann kommentiert und liked doch meine Videos, ja. Und lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr es möchtet. Es würde mich super, super freuen und auch irgendwo weiterbringen. Ich wollte doch auf diesem Wege halt sagen, ich wollte mich bei allen herzlich bedanken, die mich bis jetzt und die mich bis jetzt unterstützen, die mir folgen, die kommentiert und geliked haben, ein Abo dagelassen haben. Ich danke euch allen und ja. Ich hoffe, es läuft weiter so gut, wie es gerade läuft. Würde mich freuen auf jeden Fall. Und ja, somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.